Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Webinar at Excel. Ich bin Cornelia Ming und verantwortlich für das Marketing bei Adnomi. Bitte stellen Sie Ihre Fragen direkt mit dem Knopf in der unteren Taskleiste Q&A. Die Fragen werden am Schluss beantwortet. Dieses Webinar wird aufgezeichnet. Und nun übergebe ich gerne das Wort unseren Präsentatoren Patrick Schmid und Lukas Brücker. Patrick, die Bühne ist deine. Merci Cornelia, guten Morgen miteinander. Ihr habt sicher alle Excel-Sheets, die wichtige Funktionen für euch erfüllen, irgendwo rumliegen und im Einsatz. Und wenn es bei euch aussieht wie bei vielen anderen, dann sind das sicher durchaus fundamentale Kernprozesse, die diese Excels für euch erfüllen und abdecken. Ich kenne zum Beispiel eine internationale Privatbank, die heute noch ihre Anlagevorschläge über Excel für ihre Kunden vorbereitet. Das ist also nichts Außergewöhnliches, wenn Sie sich hier wiederfinden. Was jetzt beim Einsatz von Excel passiert und was das für Probleme nach sich ziehen kann, sowie was Sie dagegen tun können, ist, was wir euch in der nächsten halben Stunde gerne näher bringen möchten. Dafür gehe ich als erstes mal auf den ominösen Excel-Kreislauf ein. Also wie entstehen solche Excels, was passiert mit denen, was ist so der klassische Ablauf. Dann natürlich, was für Herausforderungen das nach sich zieht, um dann das Wort Lukas zu übergeben, der euch dann erklärt und ausführt, wie man aus dem Excel-Kreislauf ausbrechen kann, respektive was für Voraussetzungen, Erfahrungswerte wir hier schon gesehen und zusammengetragen haben, um dann natürlich darauf einzugehen, was habe ich dann überhaupt davon, wenn ich so einem alternativen Ansatz mit Excel folge. Jetzt, was ist dieser Excel-Kreislauf? Die Geschichte kommt euch hoffentlich bekannt vor. Alles fängt mal mit einer schönen, zündenden Idee an. Sei es ein neuer Management-Report, den man gerne zusammenstellen möchte, oder ein neues Produkt, das eine Planung braucht und eine Bewachung zum Erfolg, aber auch gewisse externe Treiber wie eine Sanktionsliste. Das ist ein klassisches Beispiel aus der Bankenwelt, bei dem schnell mal nachgeschaut werden muss, okay, wie viele russische Oligarchen haben wir denn jetzt bei uns und was sind die Konsequenzen aus den Sanktionen raus. Das Einfachste, was dann die meisten Organisationen machen und das durchaus nachvollziehbar ist, man macht eine Excel-Auswertung, sprich man zieht sich aus einer Datenbank die Daten zusammen, mischt dann ein paar Formeln dazu, am besten noch ein VLOOKUP und eine klassische Pivot-Tabelle, um dann die Charts dann wieder rauszukopieren auf ein PowerPoint, um dann entsprechend in die Organisation rauszutragen. Das ist ja eigentlich alles schön und gut und durchaus sinnhaft. Weil es ist schnell, es ist einfach umzusetzen, der Nutzer kann sich selbst dabei die Anforderungen in Excel reinbringen. Aber wenn es dann auch dabei bleiben würde, wäre schön und gut, nur damit hört es ja selten auf. Und da nimmt jetzt eigentlich der schöne Excel-Kreislauf sein Schrecken hin. Und was dann häufig dazu kommt, ist, was als einfaches Excel angefangen hat, wächst und gedeiht. Neue Anforderungen kommen dazu. Da kommt plötzlich der Chef und sagt, ich hätte gerne noch diese oder jene Betrachtung. Können wir das nicht auf Monatsbasis auswerten? Haben wir da nicht vielleicht noch zusätzliche Informationen, die wir reinbringen können, zu dem Punkt, dass man plötzlich neben einem Datenbankauszug plötzlich zwei oder drei benötigt, die da reinkopiert werden müssen. Dann kommt irgendwann das Verkaufsteam aus der Ostschweiz und sagt, können wir das nicht auch für uns verwenden? Das ist doch eine gute Sache. Bitte schickt uns das, wir entwickeln das weiter oder bitte schickt uns das so, dass wir es direkt verwenden können. Bis zu dem Punkt, dass der CFO Ergebnisse aus diesen Excels zusammenzieht und Quartalergebnis publiziert. Sprich, wir sind jetzt eigentlich an dem Punkt, indem wir plötzlich sehr viele verschiedene Nutzer haben, die auf dieses Excel zugreifen. Das hat sogar eine Business-Relevanz und hat einen Aspekt am Erfolg der Firma selbst und wird zum Kern von Geschäftsprozessen. Das hat jetzt natürlich gewisse Konsequenzen, die Komplexität explodiert. Ich komme da gerne nachher noch ein bisschen mehr in Detail drauf zu, aber das Bild ist vermutlich vertraut, was dann gerne passiert. Das Excel-Sheet ist nicht mehr nur ein Dokument, ein Excel, das da verwendet wird. Das ist schon fast eine Applikation. Im schlimmsten Fall noch angereichert mit Visual Basic Programmierung und Datenbankanbindungen. Das Ganze gleicht dann mehr einem Kartenhaus. Ein kleiner Luftzug und das Ganze bricht in sich zusammen. Also klassisches Beispiel.
die Person, die das ursprünglich aufgebaut hat und der Excel-Linie, der da Stunden investiert hat, das Ganze aufzubauen, der verlässt die Organisation und dann weiß plötzlich niemand mehr, warum CLZ3 nicht mehr das gleiche ist wie Q34. Das Ganze ist dann nicht mehr wirklich handhabbar und man versucht mit Mühe und Not, das irgendwie zusammenzuhalten. Jetzt in vielen Fällen ist das da, mit dem dann eine Organisation gerne auch lebt und das Excel so versucht weiter zu verwenden. Was aber auch gerne passiert, ist eigentlich, dass der Kreislauf weitergeht. Wir sind erst in der Hälfte hier. Dann kommt eigentlich die logische Schlussfolgerung und auch ein vernünftiger Schritt, dass man sagt, okay, der Use Case, der Business Case, den wir jetzt hier abdecken und die Auswertungen, die über das Excel gemacht werden, sind so fundamental und zentral, dass wir gerne eigentlich eine saubere Software dafür einsetzen, entweder was selbstgebautes oder gekauftes. Das Ganze wie paketiert, es gibt ein Auswahlverfahren und dann sind dann die Nutzer auch wieder glücklich, die vielen Ansprüche können abgedeckt werden. Und soweit ist es eigentlich wieder auf stabilen Füßen, dass auch eine IT oder einen Datenschutz Beauftragte danach auch wieder glücklich sind. Der Punkt ist auch vielfach, und was ich auch einige Mal erlebt habe, wenn nicht schon beim Auswahlverfahren, dann spätestens ein paar Wochen später, kommt sicher wieder einer der Excel-Erfahrenen und stellt die klassische Frage, ja, kann ich denn aus der Applikation auch wieder die Daten exportieren, damit ich dann im Excel meine Auswertungen machen kann, die Applikation halt nicht abdeckt. Das ist klassisch, ist die Flexibilität von Excel ist praktisch unmöglich in einem Stück Software einzubauen. So in der Form, auch die Erfahrungswerte von den Nutzern ist halt so, dass sie sehr vertraut sind mit den Möglichkeiten von dem Excel. Und das ist eine nachvollziehbare Frage, weil irgendwann kommt ja dann wieder die zündende Idee, die aktuell noch nicht abgedeckt ist in dem Excel, das ich oder in der Applikation, das ich jetzt habe. Und so fängt der Kreislauf gerne von vorne an. Das Ganze, man könnte es fast Prototyping nennen, wenn man schön schreiben würde. Es hat aber natürlich ein paar Herausforderungen, die der Einsatz von einem filebasierten Applikation wie Excel eigentlich nachvollziehen. Und auf die möchte ich jetzt gleich ein bisschen mehr im Detail eingehen, sodass wir dann auch sehen, okay, dieser Kreislauf wiederholt sich gerne, aber hat natürlich entsprechend die Komplexität in sich. Und zu den Herausforderungen gehören erstens mal, dass verschiedenste Nutzer greifen sehr unkontrolliert auf das gleiche Excel zu. Das wird gerne mal irgendwo in einem SharePoint abgelegt, aber ich habe, glaube ich, noch nie eine Organisation gesehen, die wirklich versteht, wie eine Versionskontrolle in SharePoint richtig einzusetzen ist. Das heißt, ich habe dann plötzlich eine ganze Liste vom gleichen File mit Version 1, 2, 3, Draft, Final Draft etc. Was dann nicht immer gleich einfach nachvollziehen ist, was ist dann die letzte Version und wer arbeitet jetzt konkret an was. Und noch schlimmer, niemand weiß genau, wer hat was geändert. Das heißt, der Audit Trail, die Nachvollziehbarkeit und der Beleg, dass Dinge geändert wurden, sind nicht wirklich da. Das nächste ist natürlich, dass Datenquellen, die in solche Excels reinkommen, größtenteils manuell eingelesen werden. Im besten Fall gibt es da eine rudimentäre Datenbankanbindung. Im schlimmsten Fall wird das sogar manuell abgetippt. In den häufigsten Fällen kommen ja diese ominösen CSV-Files zum Tragen, wo man dann reinkopiert und verändert und macht. Was dann auch gerne mal dazu führt, dass die Konsistenz ist in dem Fall nicht mehr sichergestellt, weil erstens mal je nachdem, wie lange das so eine Aufbereitung von so einer Auswertung dauert, es kann durchaus sein, dass dann die Daten, die dafür verwendet werden, schon 2, 3 Wochen alt sind. Eine automatische Aktualisierung ist vielfach eigentlich nicht umgesetzt und implementiert. Und das andere ist natürlich, dass dann gerne Personen die Daten, die importiert werden, korrigieren, weil da gibt es durchaus noch Fehler, die man sieht. Da werden dann nicht an der Quelle angepasst, sondern am Excel-File selbst. Was dann halt zur Konsequenz hat, dass die Auswertung im Grundsatz eigentlich gar nicht mehr dem entspricht, was in den Quelldaten, in dem eigentlichen Master dann abgebildet ist. Und so weicht es immer mehr voneinander ab und die Konsistenz ist aber schlicht nicht mehr sichergestellt.
Als nächstes, dass es ein bisschen Zusammenhang auch mit dem unkontrollierten Zugriff, was natürlich gerne passiert ist, dass Excel-Files dann wild über E-Mail durch die Gegend geschickt werden, verschiedene Kopien davon angefertigt werden. Ich habe hier ein wunderschönes Beispiel erlebt, dass der CFO auf Monatsbasis eine Verkaufsstatistik produziert, an 80 Leute verschickt hat, als Excel-File mit dreiseitigen Beschreibung und Erklärung, wie das Ding jetzt zu bedienen ist, wie die Filter zu setzen sind, dass jeder an seine Daten kommt und dann auch erwartet hat, dass entsprechend Inputs geliefert werden, um dann den Ausblick auf das nächste Quartal zu geben. Und der CFO hatte dann sehr viel Freude, diese 80 Einzelfiles dann irgendwie zusammenzubringen. Ist natürlich auch so, dass nicht optimal, führt zu vielen Fehlern und auch zu sehr viel Mehraufwand dann im ganzen Prozess drin. Und zu guter Letzt, all das führt natürlich dazu, dass der Datenschutzbeauftragte, wie auch die IT, massiv Kopfschmerzen haben. Der Datenschutzbeauftragte ist natürlich nicht glücklich darüber, dass dann durchaus auch mal vertrauliche Informationen wild durch die Organisation verteilt werden. Und ein Excel-File mit einem Passwort zu versehen, ist halt nicht wirklich zielführend, speziell nicht, wenn da das Passwort auch gerne noch via E-Mail und dem Excel-File zusammen gleichzeitig verschickt wird. Und IT ist natürlich dann auch wieder gerne mal als Schuldiger erklärt, wenn dann neue Office-Version eingespielt wird und das Excel plötzlich nicht mehr funktioniert, weil Microsoft sich eine neue Idee überlegt hat, wie was zu funktionieren hat, dann ist gerne mal die IT schuld, obwohl sie eigentlich gar nichts dafür kann. Nebenher ist natürlich auch der ganze Change-Prozess, wie vorher erwähnt, schwierig, weil vielfach hängt das Ganze an einer einzigen Person, die das Know-how hat. Das heißt, dieser Kreislauf führt also gern dazu, dass man mit einiges an Problemen zu kämpfen hat, wenn das Excel eine gewisse Wichtigkeit und Gewichtigkeit erreicht, die dann durchaus dem Geschäftserfolg im Wege stehen kann, respektive gewisse Risiken nachvollzieht, auch gegenüber Regulator oder dem Gesetz. Jetzt, wie wir aus diesem Kreislauf und diesem Problem rauskommen, da gebe ich jetzt gern das Wort an Lukas, der eine Idee aufbringt, dieses ominöse Excel, wie wir mit Excel umgehen können, ohne dass wir hier zu sehr in diese Probleme reinlaufen. Lukas, gerne an dich. Genau, vielen Dank, Patrick. Wie erwähnt, möchte ich jetzt gerne zeigen, wie unsere Lösung für diese Problematik ist. Denn klassischerweise ist ja die Lösung eine von zwei Alternativen. Die eine ist, wir lösen Excel ab, bauen eine Webapplikation. Die kann aber nie gleichmächtig sein wie Excel. Oder wir akzeptieren den Zustand, was dann zu den erwähnten Kopfschmerzen führt. Und unsere Lösung, unser Konzept versucht, dieses Dilemma aufzulösen und in einen Gewinn zu verwandeln, indem wir die Vorteile von beiden Welten miteinander kombinieren. Und der zentrale Aspekt von diesem Ganzen hier ist, Excel bleibt. Also Excel bleibt ein integraler, zentraler Bestandteil einer nach dem Ad-Excel-Konzept entworfenen Lösung. Das heißt, wenn Sie heute ein Excel-File haben, ein sehr komplexes, ausgeklügeltes Excel-File, dem Sie Ihre Analysen oder was auch immer erstellen, dann können Sie das weiterhin in diesem Excel File machen. Aber, das ist der zweite zentrale Aspekt, Excel ist nicht alleine. Excel wird kombiniert zusammen mit einer klassischen Applikation. Typischerweise wird das eine Web-Applikation sein mit einem User-Interface. Und diese beiden Komponenten, die klassische Applikation und Excel, die formen in unserem Konzept eine Einheit. Die gibt es nur zusammen. Das sind keine Einzellösungen, die über ein Interface miteinander verbunden sind, sondern die sind sehr eng miteinander verdrahtet. Und im Detail bedeutet dies dann wirklich, eben wir haben eine Lösung, die aus Applikationen und Excel besteht. Und Excel ist dort in diesem Sinn eigentlich nichts anderes als eine andere Sicht auf die Daten. Eine zusätzliche Eingabemaske, eine zusätzliche Output-Screen, eine zusätzliche Berechnungsengine, aber es ist nicht eine komplett separate Einheit. Das bedeutet auch, dass ich als Benutzer, wenn ich einen Workflow durchspiele, einen Use Case erstelle, einen Teil davon in Excel machen werde und einen Teil davon in einer anderen Applikation oder in der anderen Applikation. Und welche wo, das ist sehr abhängig vom Einzelfall. Da gibt es nicht eine Lösung, die für alle Fälle funktionieren wird. Das ist sehr, sehr abhängig vom konkreten Use Case, den man mit Excel abbilden will. Und
Das Ziel ist eigentlich immer, dass man dem Benutzer einerseits maximale Freiheit gewährt, eine Freiheit, die nur Excel bieten kann. Eine Webapplikation kann nie dieselbe Freiheit bieten wie Excel, dieselbe Flexibilität. Dass wir aber die ganzen Einbußen bei Nachvollziehbarkeit, Sicherheit, Datenschutz und so weiter nicht haben, dies kontrollieren durch die Applikation, die auch da ist. Das bedeutet natürlich, dass gewisse Medienbrüche da sind. Also man arbeitet zum Teil im Excel, man arbeitet zum Teil in der Anwendung. Das Ziel ist aber, und das ist auch möglich, dass diese Medienbrüche nicht störend sind. Sie sind integriert in den Flow und behindern den Flow des Benutzers nicht. Ich möchte das gerne anhand eines kleinen Beispiels erläutern. Und hier nehme ich ein Beispiel, das aus unserer Organisation stammt. Es wird bei Ihnen nicht genau derselbe Fall da sein, aber ich bin sicher, dass in jeder von Ihren Firmen Dutzende solcher Anwendungsfälle vorhanden sind. Also eben wir machen Softwareprojekte, wir sind ein Softwarehaus, wir machen Individualsoftware, da bedeutet auch, wir haben keine Produktliste mit Preisen, sondern wir machen immer individuelle Preise, je nach Projekt. Und wie wir zu diesen Preisen gelangen, ist natürlich eine Wissenschaft für sich. Und da, wie es klassischerweise gemacht wird, wurde vor langer Zeit ein Excel-File erstellt, das sogenannte Estimation Sheet bei uns. Und dieses wurde über die Jahre immer erweitert, immer komplexer, immer besser, immer intelligenter. Und dieses Sheet ist fantastisch. Ich habe es gerne, ich benutze es gerne. Es hilft uns sehr viel. Ich kann dort den Aufwand der Entwicklung erfassen. Ich kann dort das ganze Risikomanagement erfassen. Ich kann die ganzen Staffing-Sachen erfassen, die Ratecard natürlich und so weiter. Und am Schluss spuckt es einen Preis aus. Ist wirklich sehr, sehr ausgeklügeltes Excel-Sheet. Aber was passiert dann? Es ist eben genauso, wie Patrick vorhin gesagt hat, wenn ich ein typisches Softwareprojekt bei uns anschaue und dann in unserem DMS schaue, was ist das Estimation-Sheet hierzu, dann finde ich meistens Dutzende verschiedene Versionen. Version 1.0 Final, Version 1.0 Final mit Anpassungen und Version Freitagabend und so weiter und so fort. Niemand weiß, welches ist eigentlich das Richtige, weil vielleicht werden dann noch Änderungen gemacht, auch zusammen mit dem Kunden. Man weiß nicht, was ist jetzt das gültige Estimation Sheet. Natürlich eine Offerte, ein Preis, der muss auf gewissen Leuten approved werden, je nachdem, wie hoch der Preis ist. Das geschieht auch im Excel-File. Man kann dort eine Zeile sagen, okay, Person A und B haben das approved. Aber auch da, wenn ich dann anschließend Anpassungen am File vornehme, das Approval ist immer noch da. Egal, was ich für Anpassungen vorgenommen habe. Und das andere Problem, ich habe da sehr viele Daten erfasst, die auch dann später in der Projektausführung wichtig sind. Sie sind aber nur im Excel-File. Es gibt gewisse Sachen, die können dann in einem anderen System manuell erfasst werden. Aber wiederum, das ist dann ein manueller Prozess, der findet einmal statt und wenn es Änderungen gibt, sind die verloren. Wenn ich jetzt diesen Use Case mit AdExcel implementieren würde, dann das Estimation Sheet würde weiterhin bestehen. Ich könnte das immer noch benutzen, ich könnte immer noch von allen Vorteilen davon profitieren, aber am Schluss, wenn ich einen Preis festgelegt habe, dann klicke ich zum Beispiel auf Submit irgendwo im Excel und dann wird automatisch ein Approval-Workflow-Prozess gestartet in einem anderen System, anderer Anwendung. Und die Leute, die approven müssen, können direkt approven. Wenn alle Approvals da sind, werden alle Daten, die relevant sind, in die anderen Systeme direkt eingepflegt, direkt reingeschrieben, ohne dass ein manueller Prozess notwendig ist. Weitere Anpassungen werden automatisch wieder in die anderen Systeme propagiert, ohne dass wiederum Excel-Files per Mail hin und her geschickt werden müssen. Es ist auch alles dokumentiert, wer hat wann welche Änderungen gemacht, alles ist nachvollziehbar. Das heißt, wir hätten hier immer noch alle Vorteile, die Excel hier bietet, immer noch alle Vorteile dieses Estimation Sheets, aber wir hätten in der Gesamtlösung einen riesigen Zusatz nutzen, weil eben auch die anderen Prozesse automatisiert werden können und zwar auf korrekte Art und Weise automatisiert werden können. Das ist der Use Case von AdExcel. Nun möchte ich gerne kurz erläutern, wie wir das technisch machen. Sie sehen hier eine kurze Übersicht auf der rechten Seite. Grundsätzlich brauchen wir drei Komponenten von Microsoft, die wir intelligent so kombinieren und integrieren, dass daraus ein AdExcel-Konzept entsteht. Einerseits haben wir ein SharePoint. SharePoint
In SharePoint werden die Files verwaltet. Dies ist wichtig, damit wir eine korrekte Versionierung haben, Nachvollziehbarkeit, aber auch die Zugriffskontrolle regeln können. Es ist sehr wichtig, dass es keine lokalen Ablagen oder Schattenkopien von den Excel-Files gibt. Sämtliche Files werden über SharePoint verwaltet. Der zweite Aspekt ist die Microsoft Graph API. Kurz gesagt ermöglicht diese API der Applikation, unserer Anwendung, selbstgeschriebenen Anwendungen, dass den lesenden und schreibenden Zugriff auf die Excel-Files inklusive der Metadaten. Das gibt dann einige Anwendungsmöglichkeiten. Also einerseits können direkt Zellen angepasst werden, geschrieben werden. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, Sie machen eine Firmenanalyse, Sie haben ein File für jede Firma. Dort haben Sie auch den aktuellen Aktienkurs drin. Sie haben da vielleicht einen täglichen Feed von der SIX, der in Ihrem Backend ankommt. Sie können dann direkt in allen Excel-Files, in allen Analyse-Files den Aktienkurs aktualisieren und dann auch direkt alle Berechnungen, die darauf basieren, aktualisieren. Alle Graphen, die dargestellt werden mit diesem Kurs, können auch automatisch aktualisiert werden, ohne dass das File überhaupt geöffnet werden muss. Sie können auch alle Daten lesen von den Excel-Files. Also jetzt in diesem Beispiel, Sie aktualisieren täglich die Graphen, die auf die Aktienkurse basieren. Sie können diese Excel-Grafik auch direkt in Ihrer Webanwendung darstellen, wiederum ohne dass Sie das File selber öffnen müssen. Patrick hat vorhin gesagt, SharePoint ist in vielen Organisationen im Einsatz, aber die richtige Versionierung verwendet wird kaum je. Deshalb auch hier, die Benutzer werden SharePoint nicht direkt benutzen, direkt aufrufen. Sie werden die Files über die Webanwendung öffnen. Die Webanwendung stellt dann sicher, dass immer die korrekte Version geöffnet wird, dass es nur eine Masterversion gibt des Files. Das heißt, SharePoint ist für den Benutzer in dem Sinne transparent im Hintergrund. In der Webanwendung kann auch dann eben die Historie des Files dargestellt werden, weil die Graph-API auch diese Informationen liefert. Die dritte Komponente sind dann die Office Add-ins. Office Add-ins sind Erweiterungen von Excel, der neue Mechanismus von Excel-Erweiterungen. Das sind nicht mehr wie früher Visual Basic Anwendungen, die lokal installiert werden müssen, sondern das sind eigentlich ganz normale Web-Anwendungen, die auch auf den Standard-Web-Technologien basieren und auch zentral verteilt werden können. Mit diesen Add-ins kann man Excel beinahe beliebig erweitern. Und auch dies ermöglicht dann eben viele zusätzliche Anwendungsfälle. Also Beispiele dafür sind Input-Validierungen. Das heißt, wenn der Benutzer das File editiert, kann kontrolliert werden, dass er nur gültige Eingaben macht. Diese Input-Validierungen, die können statisch sein, sie können aber auch dynamisch sein, in dem Sinne, dass irgendeine API von einem anderen System aufgerufen wird, um die Daten zu prüfen. Denn diese Add-ins können natürlich auch beliebige APIs aufrufen. Mit diesen Add-ins kann man auch den Benutzer besser führen, man kann ihm Hilfestellungen bieten, man kann auch gewisse Daten direkt übernehmen und zurück zur Anwendung geben und irgendwo hinschreiben, in eine Datenbank, in ein anderes System übergeben. Kurz gesagt, wenn die Add-ins verwendet, wann immer ein Excel-File geöffnet wird. Das ist der Unterschied zu Graph-API, wo das File auch geschlossen zu sein kann. Die Excel-Add-ins, die basieren immer darauf, dass das Excel-File geöffnet wird und bearbeitet wird. Diese Kombination von den Add-ins und der Graph-API ist eben sehr wichtig, um sicherzustellen, dass die Daten, die strukturiert werden müssen, die konsistent bleiben müssen, die kontrolliert werden müssen, auch immer konsistent bleiben. Excel hat, wie gesagt, eine sehr große Flexibilität, bietet dem Benutzer extrem viel Freiheit. Wenn wir jetzt sagen, dass viele Daten kontrolliert werden müssen, ins Backend geschrieben werden müssen, ist natürlich zentral, dass die Anwendung immer weiß, welches diese Daten sind. Sind diese Daten jetzt in Zelle Z64 oder in Q73? Diese Add-ins müssen das kontrollieren. Sie müssen kontrollieren, was der Benutzer macht, um sicherzustellen, welche Daten was für eine Semantik haben. Genau, und ich möchte noch kurz auf eine Voraussetzung eingehen, dass das ganze Konzept mit sich bringt. Und zwar, damit Sie wirklich von den Vorteilen von Excel profitieren können, benötigen Sie zwingend Office 365 und SharePoint in den Cloud-Versionen. Es gibt zwar Workarounds, damit das Konzept auch mit den
On-Prem-Lösungen von Office funktioniert. Das ist nicht komplett ausgeschlossen. Es gibt jedoch Einschränkungen. Es ist komplizierter und es ist nicht alles möglich. Und aus unserer Sicht ist es eben auch nicht nachhaltig, hier in eine On-Prem-Lösung zu investieren, denn die Roadmap von Microsoft, die scheint diesbezüglich relativ klar zu sein, dass Office mittelfristig nur noch in den Cloud-Versionen angeboten werden wird. Mit anderen Worten, wenn Sie wirklich von Adexel profitieren möchten, dann müssen Sie auch akzeptieren, dass gewisse Daten in der Cloud persistiert werden. Das ist natürlich für viele Organisationen eine Einschränkung, aber sicherlich eine Problematik, die auch außerhalb dieses Konzepts besteht. Zu unseren Erfahrungswerten möchte ich auch noch kurz etwas sagen. Also ich müsste vielleicht korrigieren auf erste Erfahrungswerte. Also das ist im Moment noch nicht wirklich produktiv in dem Sinne im Einsatz, aber wir haben das Ganze implementiert im Sinne eines Proof of Concept, im Sinne eines Prototypen. Wir haben gewisse Use Cases so implementiert und können dadurch sagen, doch, das Konzept funktioniert. Es ist nicht nur ein theoretisches Konzept. Es gibt aber ein zentraler Aspekt, und den habe ich schon vorher kurz erwähnt, diese Übergänge zwischen Excel und Applikation. Die müssen sehr sauber definiert werden und sie müssen exakt auf den User-Workflow und den Use-Case dieser Anwendung zugeschnitten werden. Da gibt es auch keine One-Size-Fits-All-Strategie, sondern das ist sehr individuell. Was macht man im Excel, was macht man in der Applikation? Welche Daten werden in der Applikation erfasst und bearbeitet, welche im Excel, welche auch parallel, gewisse Daten können auch an beiden Orten dargestellt werden. Welche Validierungen gibt es im Excel, welche Freiheiten möchte man dem Nutzer im Excel gewähren? Das muss man sauber erarbeiten, da kommt man nicht drum herum. Die Medienbrüche, die sind hier inhärent, die sind im Konzept inhärent, sie dürfen aber den Benutzer nicht beeinträchtigen. Es ist auch wichtig, dem Benutzer soll es gar nicht erst möglich sein, ein Excel-File kaputt zu machen oder die Konsistenz der Daten zu zerstören. Das muss die Applikation kontrollieren, dass es nicht geschieht, denn falls dies der Fall ist, dann leidet die Akzeptanz. In diesem Fall können wir direkt schon voraussehen, was passieren würde. Die Benutzer würden eine lokale Schattenkopie des Files erstellen, dort ihre ganzen Analysen, Bearbeitungen machen und dann die wichtigsten Resultate ins Masterfile zurückschreiben. Wir hätten wieder das Problem, dass die Daten nicht konsistent sind, dass jeder eine andere Version hat, dass nicht klar ist, wer wann was gemacht hat, was die Zwischenschritte sind und so weiter. Das heißt, dieser Trade-off, den muss man machen und den muss man sauber schneiden. Wirklich, die Idee ist wirklich maximale Freiheit dem Benutzer, maximale Flexibilität. Es ist auch wichtig, dass er weiterhin dasselbe Excel-File verwenden kann, um zum Beispiel Zwischenberechnungen zu machen, die vielleicht ein anderer Benutzer so nicht machen will. Das soll er alles in dem einen Master-Excel-File erledigen können. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, auch unsere Erfahrung anhand der letzten Monate, ist, dass die zugrundeliegenden Technologien, also sprich die Add-ins, die Graph API, die sind sehr starken Änderungen unterworfen. Jedoch im positiven Sinne, es werden laufend neue Funktionen hinzugefügt, die Möglichkeiten werden immer größer. Das heißt auch, dass das Konzept in einigen Jahren sogar noch mächtiger sein könnte, noch mehr Use Cases abdecken könnten, als es heute schon macht. Natürlich kann ich nicht sagen, was Microsoft in den nächsten 5 Jahren plant, aber es scheint doch alles darauf hinzudeuten, dass die ganzen Technologien, die wir hier verwenden, strategisch sind und auch in Zukunft bestehen werden. Also die Lösung, die ist aus unserer Sicht sicherlich nachhaltig. Genau, das sind unsere ersten Erfahrungswerte und dann somit würde ich das Wort gerne an Patrick zurückgeben. Sehr gern. Jetzt dieses Template, dieses Setup aus AdExcel, in dem ich Excel mit meinen Web-Applikationen verbinde, was habe ich dann jetzt davon? Ja, einfach formuliert könnte man sagen, Säufer und Zweckli, weil am Ende vom Tag habe ich meine Datenexperten, die ominösen Excel-Linien als Happys gemacht. Ich habe
die Nutzer sauber eingebunden, die die Ergebnisse daraus dann beziehen, und IT in Compliance und der Datenschutzbeauftragte haben den Setup unter Kontrolle. Also für den Datenexperten, die Excel-Linien, die wirklich dann in der Tiefe von Excel die Auswertungen machen und mit verschiedensten Add-ins und Plugins da hantieren, können weiterhin ihr gewohntes Werkzeug einsetzen. Das heißt, die arbeiten weiterhin mit dem, was sie seit Jahren benutzen, mit Excel selbst. Da bleibt der Zugriff auf die ganze Palette der Excel-Funktion. Das geht ja soweit mit MATLAB-Integrationen, was es da alles Schöne gibt, um dann wirklich ganz sophistizierte Auswertungen zu machen. Die Anpassungen, Änderungen der Auswertungen im Rahmen der verfügbaren Informationen selbstverständlich, das ist nicht abhängig von irgendwelchen Release- und Change-Prozessen und langen Bewilligungsverfahren, sondern das passiert in Excel selbst, wie gewohnt. Aber sie haben selbstverständlich durch die Integration eine konsistente und automatisierte Synchronisation der Daten, sodass sie sich immer darauf verlassen können, dass die letzten Informationen und Änderungen aus den Quellsystemen auch sauber reflektiert sind. Für die Nutzer, sprich die Empfänger dieser Ergebnisse von diesen Auswertungen, das kann man über Excel natürlich sehr elegant in bestehende und vertraute Applikationen für die Nutzer integrieren, sei es in ein E-Banking von einem Kunden oder sei es in die Arbeitsplatzoberfläche von irgendwelchen Beratern oder Verkäufern. Das Ganze ist eingebunden in etablierte Prozesse, sprich, wenn Informationen zurückfließen müssen, indem zum Beispiel der Verkauf die Prognosen für den nächsten Monat irgendwo fasst, dann können Sie das über eine Web-Applikation machen und das fließt dann zurück ins Excel für die Auswertung im CFO, sodass dann das auch sauber verbunden ist und dass dann nicht die Komplexität der wildverschickten Excels entsteht. Das Ganze ist skalierbar auf verschiedene Nutzergruppen, indem ich auch klar abgrenzen kann, wer sieht was und wer bekommt was, wann und wie. Und natürlich auch die Möglichkeit von der Echtzeitaktualisierung, sprich, wenn die Personen mit der Auswertung Änderungen vornehmen und neue Ergebnisse produzieren, dann muss ich nicht in meine Inbox suchen, wo finde ich dann die letzte Version, sondern ich sehe das dann direkt in Echtzeit aktualisiert in meiner gewohnten Applikation. Und natürlich zu guter Letzt IT und Compliance, die Lösung ist sicher nachhaltiger, das hängt nicht mehr an einer einzigen Person, sondern das ist in die Prozesse integriert, der Change etabliert hat. Das Ganze ist erweiterbar und modaler denn ein einzelnes Excel, in dem ich wirklich sehr gezielt die Bedürfnisse der Nutzergruppen im entsprechenden Werkzeug einfangen kann. Mit dem kommt natürlich auch die Wahrbarkeit und die Versionskontrolle. Es fliegen nicht mehr x-beliebige verschiedene Versionen von einem Excel durch die Gegend, sondern das ist sauber über die Versionskontrolle auch von SharePoint dann abgefangen. Das Ganze ist, wie von Lukas erwähnt, Cloud-ready, sprich, es ist zukunftsweise schon aufgesetzt. Dann auch sehr wichtig für die Datenkontrolle ist die Zugriffsverwaltung, die damit möglich ist. Also es gibt hier die Möglichkeit, dann die Zugriffskontrollen, die im Einsatz sind, in der Organisation auch wiederzufinden, sodass rollenbasiert die Daten dann verfügbar sind, dass wirklich nur die Leute das sehen, was sie benötigen. Und mit dem natürlich auch einfacher, falls dann jemand mal die Organisation verlässt oder die Rolle ändert, dass dann auch On- und Offboarding von den einzelnen Nutzern, sodass der Datenschutz gewährleistet ist. Und zu guter Letzt auch sehr wichtig, die Nachvollziehbarkeit, sprich der Audit Trail, ist entsprechend als Teil vom Design mit integriert, sodass immer nachvollziehbar ist, wer hat was geändert, dass dann niemand auf die Idee kommt, eine zu kreative Buchhaltung dann irgendwo einzuspielen in die Quartalsergebnisse. Also wie gesagt, dieses AdExo bietet durchaus die Möglichkeit, TSV-Öfer und Zweckli bei sich zu behalten, sodass ich die verschiedenen Aspekte der Nutzer und der Betroffenen dann auch wirklich, wirklich einfangen. Somit kommen wir eigentlich zum Ende von unserer Präsentation und von der Erklärung, was ein Excel ist, was es euch bringt und wie wir diesen Excel-Zyklus dann aufbrechen können. Und somit möchte ich eigentlich das Wort gerne zurück übergeben an unsere Moderatorin für die Fragen.
Ja, vielen Dank, Lukas, und vielen Dank, Patrick. Es haben uns tatsächlich zwei, drei Fragen erreicht. Ich würde gleich mal einsteigen mit der ersten. Was sind die Kriterien, respektive wann lohnt sich der Einsatz von AdExcel? Ja, vielleicht kann ich diese Frage gleich übernehmen. Also grundsätzlich ist es ja so, die Integration dieser beiden Aspekte, die ist natürlich nicht trivial, die ist komplex, wie ich erwähnt habe. Das heißt, die lohnt sich nur, wenn wir dafür andere Nachteile beheben. Und das heißt, wenn Sie jetzt den Use Case mit Excel haben, Sie haben einen Excel-Sheet, dann muss dieses Excel-Sheet auch genügend komplex sein, damit sich das Ganze lohnt. Wenn es das Excel-File nur aus einer einfachen Tabelle besteht, in dem Sie vielleicht noch summieren und den Durchschnitt berechnen, dann können Sie das auch in einer Web-Applikation mit Angular implementieren. Haben Sie ein paar Tage Aufwand, das ist auch erledigt. Dann lohnt sich die ganze Lösung nicht. Wenn Sie hingegen ein komplexes Excel-Sheet haben mit Plugins, mit Erweiterungen, mit Validierungen und so weiter und so fort, dann werden Sie bei einem Nachbau in einer Webanwendung ja sehr schnell an Grenzen stoßen. Und wenn diese Grenzen zu groß sind, zu eng sind, dann lohnt sich eine Lösung für AdExcel. AdExcel lohnt sich natürlich auch nicht, wenn die Verwendung von Excel wirklich nur lokal ist, also wenn die Daten nicht groß weiterverwendet werden, wenn ich nur meine internen Berechnungen für mich selber mache, dann lohnt sich auch nicht, eine große AdExcel-Lösung zu implementieren. Aber in allen anderen Fällen bin ich überzeugt, ist AdExcel zielführend und vor allem auch bedeutend kostengünstiger als die Alternativen. Gut, danke schön. Da hat uns noch eine weitere Frage erreicht. Wie gut skaliert die Lösung? Also im Prinzip lässt sich ein erstes Setup einfach auf andere Excels ausweiten. Wer möchte diese Frage beantworten? Das kann ich gerne übernehmen. Es ist halt wie immer so in der Software, das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn sich die Anforderung oder Use Case im gleichen Rahmen mit den gleichen Grundlagen von Daten bewegt, dann ist es verhältnismäßig einfach, natürlich jetzt weitere Auswertungen über einen Excel zu machen. Bis zu dem Punkt, wenn es wirklich komplett der gleiche Kontext ist, dann lässt sich das eigentlich vom Nutzer selbst erweitern. Sobald natürlich jetzt weitere Anbindungen von weiteren Datenquellen oder sogar Integration in Web-Applikationen stattfinden, dann ist da natürlich ein bisschen mehr Entwicklungsaufwand dann dahinter, um das reinzubringen. Aber das Ganze wächst natürlich dann auch mit den Bedürfnissen. Es ist am Ende vom Tag sicher immer noch die bessere Wahl, als frei flottierende Excels dann zu verwenden. Das bisschen Zusatzaufwand hat durchaus seine Benefits im Sinne von dem Sicherheit und auch der sauberen Setups der Prozesse. Also es skaliert, wie gesagt, je nachdem in welchem Kontext das man sich bewegt, relativ einfach. Wie gesagt, die Komplexität kommt halt mit den zusätzlichen Daten und Anbindungen, die dann eventuell notwendig sind. Wie ist die Akzeptanz der Lösung bei den Benutzern? Kann man dazu schon was sagen? Wir haben vielleicht erste Hinweise. Und die deuten darauf hin, dass die Akzeptanz, ich würde sagen, groß ist, weil die meisten Benutzer haben eigentlich Excel gerne, oder? Weil man kennt die Vorteile von Excel, man kennt die Flexibilität von Excel. Und mit unserer Lösung haben Sie diese Vorteile weiterhin. Also Sie haben quasi Ihr Lieblingsspielzeug, können Sie weiterhin verwenden, haben aber durchaus noch Zusatznutzen. Aber vielleicht muss ich da einschränken, eben das kann nur gelten, wenn es das Ganze auch wirklich sauber designt ist, im Sinne von, dass man den Benutzern nicht die Verantwortung dafür übergibt, dass die Konsistenz sichergestellt ist, sondern dass das die Anwendung übernimmt. Dann denke ich, kann man eine wirklich sehr hohe Akzeptanz erreichen. Und wer fragt, Dankeschön. Ja, zu Entschuldigung. ergänzen hier als Beispiel, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, der ominöse CFO, der da seine Prognosen für den Verkauf zusammengestellt hat. Ich habe in dem Kontext wurde versucht, was Ähnliches aufzuziehen. Das ist schon 2, 3 Jahre her, also noch nicht mit den Möglichkeiten, die es heute gibt. Die Nutzer waren grundsätzlich sehr happy, dass man versucht, hier Teile zu automatisieren, die Daten konsistent sicherzustellen, weil sie weiterhin
währenddem Sie weiterhin Excel für sich verwenden können, weil Sie sich einfach in dem Werkzeug wohlfühlen. Sie kennen die Knöpfe, Sie wissen, wie das Ganze funktioniert und effizient einzusetzen ist. Also das ist ganz klarer Hinweis, dass ab einer gewissen Komplexität von den Prozessen und auch einer gewissen Größe von den Anforderungen an so eine Excel-Auswertung, die Nutzer durchaus glücklich sind darüber, dass man sie unterstützt und das Leben für sie vereinfacht. Genauso wie die Abnahme von den Ergebnissen, die dann auch vielfach das E-Mail in der Inbox verschwindet dann irgendwann, ist ja gerne überflutet. Und wenn das über eine Applikation dann publiziert wird, die sie täglich nutzen, ist das sicher einfacher. Also eben aus dem Kontext ist sicher einiges an Freude bei den Nutzern am Ende von Tage zu erwarten, wenn man das sauber aufsetzt. Vielen Dank dafür. Ich denke, wir haben noch Zeit für eine allerletzte Frage. Gibt es technische Limitierungen? Ja, ich denke, die größte technische Limitierung ist eben die Voraussetzung, dass Office 365 benötigt wird in den Cloud-Versionen. Das bedingt natürlich eine gewisse Offenheit der internen IT-Infrastruktur, die heutzutage häufig noch nicht gegeben ist. Das ist, ja, ich denke, das ist die wahrscheinlich einzige wirklich relevante technische Einschränkung, die hier besteht, ja. Also je nach Kontext, wo man sich darin bewegt, muss man sich schon zuerst Gedanken machen, wie weit auch Daten in der Cloud akzeptabel sind, wie man die sauber schützt, wie man die Prozesse rundherum strukturiert, dass man es dann auch richtig aufsetzen kann. Gut, die Welt bewegt sich Richtung Cloud, also da haben wir wenige Bedenken, dass das nicht sowieso früher oder später kommt. Das ist aber einfach eine Diskussion, die man jetzt halt als erstes kurz führen muss, wenn man noch nicht so weit ist. Das ist ein perfektes Abschlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, Patrick. Vielen Dank an dich, Lukas. Herzlichen Dank an unsere zahlreichen Teilnehmenden. Sie werden morgen eine Dankes-E-Mail mit dem Recording erhalten. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, dann zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Ansonsten wünschen wir Ihnen einen heute zum Glück nicht allzu heißen Sommertag. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke.